Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen heute Gras sammeln auf Feld Nummer 21 und wir machen jetzt die Silage in die BGH so nebenbei und dann schauen wir morgen früh, dass wir das Feld 21 pflügen können und mit ein bisschen Glück noch was aussehen können. So. Ja, heute ist bei mir Samstag. Ich habe ein bisschen den Aufnahmerhythmus geändert. Normalerweise mache ich ja Sonntag die Thüringen, die Thüringenkarte. Das mache ich am Freitag. Und Samstag war eher mein Tag, wo ich alles bearbeitet habe und Sonntag die Thüringen. Jetzt mache ich es ein bisschen anders. Aber es ändert sich nicht am Senderhythmus. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt nur noch je zwei Folgen bringe. Also einmal in Thüringen, einmal die Marsch. Ich habe mir so überlegt, dass es mit je vier Folgen mit einem Thema es etwas zu viel wird und einer das gar nicht gucken kann. Und es ist für mich ein bisschen besser, ich habe weniger Stress. Mal hat man mehr Zeit, mal ein bisschen weniger, das kommt vor, ist halt so. Aber da jetzt auch der Frühling kommt und ein bisschen mehr sich draußen beschäftigen könnte, habe ich so gedacht, naja, mach es ein bisschen weniger. Vielleicht wird es noch ein anderes Objekt, das man bringen könnte. Aber mal sehen, ne? Bin immer noch beim Testen bei mit Alex, mit VR. Ist aber relativ schwierig aufzunehmen und soll ja auch passen, ne? So, runter. Und da teste ich immer noch ein bisschen. Geht ja nur nebenbei, in Anführungszeichen. Mal schauen. Dann 70D läuft ja auch noch nebenbei. Da gab es zuletzt Tonprobleme. Also wenn ich jetzt heute aufnehme und die sende, die Folgen sende, dann wird die Tonprobleme dann erst noch kommen am Donnerstag. Keine Ahnung, woran liegt. Ich habe jetzt wieder mein Mikrofon. Das ist etwas bessere als vom Headset. Ich höre zwar nach wie vor das Spiel über das Kopfhörer. So, kommen wir da rüber. Das gibt's doch gar nicht. Nach vorne abhängen. So, mal hinten abhängen. Tja. Gut. Oder nicht gut, ne? Fahren wir mit dem LKW mal die Gärreste weg. Und dann können wir gleich mal den LKW in den Shops geben. Dass der im Prinzip über diesen Punkt kommt.
nicht. Wo steht er? Baum merken, entfernen. Der ist nämlich jetzt leer. Der ist eigentlich mit durch. Das hintere Ende. Becken. Schwierig und dunkel ist immer ganz schwierig. Kann man schwer sagen, ne? Wo hat der nun aufgehört? Ach, da. Ne, da auch nicht. Da. Eine Kurve auch nicht. Dann hier irgendwo. Das ist genau. So. Okay. Ach, jetzt weiß ich, was er machen wollte. Beziehungsweise weiß nicht. Ah, hier die Ecke, ja, da. Da muss ich ein bisschen selber machen, ganz kurz. Der wird im Wenderadius nicht klarkommen sein. Und da kamen die Bäume im Weg. Und machen wir kurz selber. Sich das ja nicht logisch ist, ne? Er macht ja hier normalerweise weiter. Muss ja nicht alles wegräumen, ne? Denke mal. Gucken, was er jetzt hier macht. Stückchen. Ja, den Kurven ist noch ein bisschen Verlust bei, aber gut, was soll's. Gut, dann gehen wir vom LKW zurück. Das ist ein Dolly. Jetzt die Gärresse verkaufen könnten, ne? Ein PGA, das wäre die Krönung. Dann müssen wir nur fahren lassen den ganzen Tag. So. Schubsen mal den Anhänger ein bisschen. Der Traktor über den Berg kommt. So. Da dürfte er klarkommen. Zumindest rein theoretisch. So, fahren wir mal, Deckel zumachen. Da blendet mir so viel zur Düngerfabrik. Machen wir die Innenansicht. Schaut sicher besser. Ups. Mal schauen, was die Tiere sagen, morgen früh. Weil wir die Nacht überspult haben. Gegen 5 werden wir auf 5 zurückgehen. Und wenn die Ernte kommt, um 1. Sieht nicht viel Dreck, das geht. Die Gärresse verkaufen? Eine Option, ne? Haben wir genug, ne? Befürchte aber eher, dass die ganze Fahrerei teurer ist, als man das verdienen könnte.
So. Werden wir gleich ja, den anderen holen. Vermisst. Sprinten wir heute. Ach, wir wollen mal gucken, wie Tiere. Nicht, dass wir hier Raps könnten wir aussehen, ja, aber. So. Schweine. Futter muss rein und Wasser. Stall ist gut, das passt. Hier passt das auch einigermaßen. Da ist 0. Und hier könnten wir umstallen. Und hier das gleiche. Und hier muss auch Futter und Stroh. Und da das gleiche. Also volles Programm. Machen wir erstmal den Mist. Und dann werden wir dann gleich uns dem Grasfahrer zuwenden, der ist ja fertig, wie es aussieht. Dann werden wir das Pflügen beginnen. Und damit Tiere versorgen. Wird ja bald hell werden. Und dann werden wir noch ganz kurz Dünger rausnehmen und verkaufen. Im globalen Markt. So. Dann werden wir ganz kurz den anderen LKW holen, der beim Schlachthof ist. So. Machen wir Lenkrad zurück. Schweinefutter nicht. Das ist hier beim Dings hier. Das ist unser Viehanhänger. Wir werden nämlich heute auch die Ferkel umstallen und mal Lichter machen, ne? Und ja, Futter geben, ne? Wasser, Futter. Fahren wir über den Bahnhof. Die werden sich ja freuen. Ist ja eh nichts los, ne? Wer reicht schon ein paar Corona? Kein Mensch. Die einen haben Angst und die anderen dürfen nicht. So, wir haben jetzt, gehen wir runter mit der Zeit auf normal. Erstmal 5, mal 5. Und später, wenn wir was Wichtiges machen wollen, auf 1. So, den fahren wir erstmal Richtung Hof. Werden wir als erstes die Kälber rausholen aus dem Stall. Aber wir werden erstmal sehen, dass wir gleich mal flügen, ne? Dass er auch entsprechend arbeiten kann. Und den wegnehmen wir. Lassen. Dann können wir gleich mal die Kühe frisch Gras geben, ne? Ausnahmsweise. Wenn es reinpasst, von der Hängergröße her, sieht schlecht aus. Müssen wir reparieren, glaube ich. Naja, nicht unbedingt. Höchst waschen. So. Kann sein, dass das nicht reinpassen. So, schnell mit Pflügen beginnen. Dauert ja auch ein bisschen, ne?
Ja, ein bisschen Grafik noch, ja, was soll's. So. Feldarbeit und Kurzgenerierung 21. Hier machen wir ruhig 13 machen wir nicht, also ein Pech. So, automatisch generierter Kurs. Das sieht ganz gut aus, denke ich mal. Ersten Wegpunkt. Cool, ne? Wie das so funktioniert. So, mal Platz machen. Machen die Straße gleich kaputt. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt sind Kühen. Kälber umstallen, ne? Wir nennen das mal Rindermast, ne? Die Rinder jetzt, jetzt geboren sind, könnte man auch theoretisch als Masttier verkaufen. Aber die weiblichen Tiere werden wir behalten. Und die werden nachher bei Bedarf, ups, verkehrt gefahren. Bei da Bedarf weibliche Tiere behalten. So, das ist ganz günstig hier. Wenn wir uns hier die Jungtiere rausnehmen, erstmal alle, weiblichen und so. Und auch männlichen. Männlichen werden wir später mal sortieren. So, 0,2, 0,2, dann kommt 2,7. Das sind die älteren Tiere, die wollen wir ja da behalten. Ne? Wir müssen aufpassen. Zur Not können wir auch jetzt zurückfahren, das ist kein Problem. 3 Jahre. 0,7, 2,7, 2,7. Hat er wieder oben gezogen komplett. 2,8. 2,8, 2,8, 3 Jahre, 3, 3, 607 Kilogramm, das muss mit Kalb sein. Ah, hier. Wäre nämlich ungünstig, wenn wir jetzt hier die älteren Tiere auch umstallen würden, das wäre ja, da ist ein männlicher bei. Das wollen wir ja nicht. So, jetzt haben wir hier nur noch Erwachsentiere bestätigen. Und hier haben wir nur Jungtiere, ne? Mal kurz gucken. 0,0 noch mal 1 ist okay. Bestätigen. Geht gleich runter mit Gewicht. Also normalerweise sind die Kühe nicht so ruhig, ne? So, gibt Nachwuchs, ja. Kann man so sagen, ne? Nachwuchs. Der Stall wird dann voll. Der Ding. So. Schweine auch gleich. So. Ach, da liegt auch der faulen Auto. Die haben es gut. Ja, gut, ja, kurzes Leben, aber. Da können wir vom Glück reden, dass sie noch nicht so intelligent sind wie, wie wir oder. Ja. Die wären nicht begeistert, glaube ich. So. 14 Kilogramm, das sind ganz klein. Hier werden wir alles so weit möglich überbringen. Was kleiner ist, ne? Reichlich. 0,1. 0,1. 0,1. 2,1 nicht.
Am Ende hier Spanier da. Wahnsinn. Oh, Anhänger ist voll. Von allem etwas. So, fahren wir mal ganz kurz zum Schweinestall und dann geht los. Ich will gleich den ersten nehmen, der ist eh leer. Und Wüste. Da sind wir wieder, neues Zuhause. Nächste halbe Jahr ungefähr. So. Der war nämlich leer, der Stall. Nicht voll, ist leer. So, schauen wir kurz nach. Ja, klar, das war logisch. Ja, das ist ja klar. Jetzt haben wir den entsprechend ausgedünnt. Und noch endlich dabei. Die rum und gleich noch weg. So, dann haben wir hier, dann kommen die und da die entsprechend rein. Und dann gibt es dann gleich Futter. Geben wir auf 1. Dass die mir nicht im Stall verrecken, ne? Sag mal, das Flügen wollte ich heute noch schaffen und die Aussaat auch noch. Ach, da machen wir Hopfen rein, das ist gut. Dann ist das nämlich erledigt. In Anführungszeichen, ne? Dann haben wir genug für Bier. Wenn wir schon nicht raus können, können wir wenigstens saufen, ne? Wird der eine oder andere sich denken. Gut, ich trinke zwar kein Bier. Oh, Wasser ist knapp geworden. Müssen wir sammeln. Ja, Bier, ne? Ich habe keins hier. Mal gucken, ob jetzt. Oh! So, liebe Schauer, das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich sag mal schön nackt fürs Reinschauen. Dann zeigt mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ich hab ein bisschen überzogen. Entschuldigung. Tschüss.